Das da gewesen. Soll er auf dem Bremer Flughafen angekommen sein. Wir haben den Kollegen Dirk Braunleder dorthin geschickt und hoffen, dass er noch mit einem Interview rechtzeitig hier zurück in die Sendung kommt. Versprechen können wir es nicht. Einfach nur mal feste die Daumen drücken. Einstweilen sind wir ins Archiv gestiegen und haben einige Szenen von Klaus Allofs mal herausgekramt. Annette Pilawa hat sie zusammengestellt und stellt Ihnen den Neubremer jetzt vor. Schöne Tore schoss er und vor allem viele. Klaus Allofs, der Torwartschreck der Bundesliga, hier beim Tor des Monats im Januar 1987. Zusammen mit seinem Bruder Thomas wirbelte er von 1975 bis 1981 zunächst bei Düsseldorf. Zweimal wurde er Pokalsieger und spielte damals schon unter Otto Rehhagel. 1981 wechselte Klaus Allofs dann zum 1. FC Köln. Im Pokalspiel gegen Waldhof Mannheim 1987 traf Allofs alleine dreimal und das auch mit dem Kopf. Nicht zu vergessen sind seine Einsätze im Nationalteam. 10 Jahre von 1978 bis 1988 spielte er im schwarz-rot-goldenen Dress, schoss in 56 Spielen immerhin 17 Tore. Doch dann lockte das Geld, Klaus Allofs wurde zum Legionär. Erste Station, Olympique Marseille. Den Millionen des französischen Unternehmers Bernard Tapie konnte auch er nicht widerstehen. 2,5 Millionen Mark kassierte er in der Saison 1988, als Gegenleistung schoss er das Team zur Meisterschaft. Doch die Atmosphäre in Südfrankreich beeinflusste auch seinen Lebensstil. Hier wird alles eigentlich nicht so, so tierisch ernst genommen und ich glaube, davon lässt man sich auch so ein bisschen beeinflussen. Gefällt Ihnen das? Ja, teilweise ist es schon angenehm, teilweise wird man schon etwas ungeduldig manchmal, wenn viele Sachen, die in Deutschland vielleicht etwas perfekter gelaufen sind oder auch schneller gemacht worden sind, das beunruhigt einen dann schon ein bisschen und man wird schnell ein bisschen ungeduldig, aber im Großen und Ganzen kommen wir ganz gut zurecht. In diesem Hochhaus in der Nähe vom Stadion wohnte er mit seiner Frau und seinem Sohn. Zweite Auslandsstation, dann 1989 Girondin Bordeaux, dem ehemaligen Verein von Uwe Reinders. Allofs kassierte auch hier rund 83.000 D-Mark im Monat. Und nun ist der 33-jährige Oldie zurück. In der kommenden Saison wird er im grün-weißen Dress die Tore schießen und nicht wie hier gegen die Mannen von Otto Rehhagel. Klaus Allofs bei Werder Bremen, die Fans warten schon auf ihn. Und wir auf den Kollegen Dirk Braunleder. Das Bart. Na, es kommt gleich, ich verspreche es Ihnen. Wir machen weiter mit Meldungen. Na gut. Also, Sie mögen sich zwar nicht besonders, aber wenn es um was geht. Um 18.15 Uhr rollte sie nach zweistündigem Flug auf dem Bremer Airport aus. Eine zweimotorige Beechcraft-Privatmaschine, die Werders neuen Star in seine zukünftige Heimat bringen sollte. In der Luft hatten sie sich noch bei einer dichten Wolkendecke übers Bremer Wetter unterhalten. Werders Manager Willi Lemke und der neue Werderaner, um den Lemke noch am Morgen in Bordeaux gefeilscht hatte. Klaus Allofs, 56-facher Nationalspieler, französischer Meister und in der letzten Saison höchstbezahlter Fußballprofi der französischen Liga. Spät entschlossen, hier zu Werder zu kommen? Die Entscheidung ist nicht spät gefallen, sondern es musste einfach diskutiert werden. Und es gab da am Anfang Probleme mit meinem bisherigen Verein. Aber jetzt nach den Gesprächen mit Willi Lemke ist das auch geregelt worden. Werders Manager hat noch am Wochenende gesagt, Klaus Allofs, den können wir uns nie im Leben leisten. Sie haben ja auch 2,5 Millionen allein im Jahr 88 verdient. Wie kam es denn doch, dass der Zuschlag zu Werder ging? Haben Sie Willi Lemke ein Sonderangebot gemacht? Ja, man kann es vielleicht so sagen. Nee, letztendlich war es so, dass wir uns also mit Girondin de Bordeaux geeinigt haben. Es ist also eine Abfindung gezahlt worden, die also zufriedenstellend war. Gut, letztendlich musste ich auf einiges verzichten, aber ich wollte eben nicht dieses Jahr also da auf der Bank sitzen, weil das hat sich da angekündigt, dass es also Riesenprobleme gibt in Bordeaux, weil also der Verein nicht in der Lage ist, weiter das Gehalt zu zahlen. Es gibt da also finanzielle Probleme. Und so war ich also da auch bereit, gewisse Eingeständnisse zu machen. Ihr Vertrag ging noch bis 1991. Jetzt war in den Schlagzeilen zu lesen, dass was mit Ihrem Knie nicht stimmt. Ist das vielleicht auch der Grund? Ja, dazu kann man eigentlich nur sagen, dass ich in der letzten Saison von 38 Meisterschaftsspielen 37 gespielt habe. Das ist, glaube ich, die einzige Antwort, die man darauf geben kann. Also topfit? Topfit. Sie sind Rheinländer, haben jetzt die letzten Jahre in südlichen Gefilden gebracht und jetzt verbracht und jetzt in den hohen, kühlen Norden. Wie passt das zusammen? Ja, ich glaube, das ist nicht so schlimm. Man muss überall mal reinschnuppern und überall alles mal mitmachen. Und gut, ich habe die Lemke schon nach einer Schlechtwetterzuschlage nachgefragt. Aber ich glaube, jetzt, wie man es hier sieht, ist es ja auch nicht so schlecht. Aber ich glaube, Bremen ist also wirklich eine Mannschaft, wo
die mich also sehr gereizt hat, also um nochmal in die Bundesliga zurückzugehen. Und ich glaube, man kann einiges überwinden. Werder gilt ja als heimeliger, gemütlicher Verein. Manni Burgsmüller hat hier mit 40 seine Rente beantragt. Sie sind auch schon 33. Stellen Sie sich etwas Ähnliches vor? Ja, noch 6 Jahre zu spielen, das kann ich mir weniger vorstellen. Aber ich weiß, dass eben Otto Rehhagel auf Spieler baut, die eben ja, Erfahrung mitbringen. Und er weiß eben auch, dass diese Spieler, glaube ich, auch einen gewissen Einfluss auf die Mannschaft ausüben, einen positiven Einfluss. Und unter den Gesichtspunkten sehe ich den Wechsel natürlich auch. Wie lange haben Sie sich noch vorgenommen? Ich habe einen Vertrag mit Werder für 3 Jahre unterschrieben. Und gut, soweit kann man erstmal planen. Okay, wir wünschen Ihnen einen schönen Einstand. Vielen Dank. Herr Alloff, noch eine Frage. Wie viel für die Mannschaft und für Klaus Alloff auf einer der zahlreichen Bremer Baustellen, dem Weserstadion. Also wirklich, so einsam und verlassen fühlten sich die Journalisten bei Werder noch nie. Isoliert hockten sie da auf der Südtribüne ohne jeden Kontakt zum Fußballvolk. Um Geld für die Ordner zu sparen, wurden die 6.500 Unentwegten auf die Nordtribüne verfrachtet. Von dort war der Blick auf den Neuen aber auch nicht schlecht. So sahen sie Klaus Alloffs wenigstens von vorne, denn der nahm erstmal auf der Ersatzbank Platz. Direkt neben dem Trainer. Den kannte Alloffs wenigstens schon. Ja, ich finde das ganz gut, dass sie den gekauft haben. Ja. Ein fähiger Spieler. Und der wird seinen Weg hier auch machen. Obwohl er schon ziemlich alt ist. Der ist alt. Aber 33 ist doch noch kein Alter. Oh, ich weiß nicht, was Sie unter jung verstehen, aber ich finde es alt. Super, der Mann. War das Beste, was Werder machen konnte? Genau. Otto wird es schon richten. Ja, Vertrauen auf Otto. Ja, genau. Vertrauen. Otto wird es schon machen. Und Klaus Aller. Eines hat Otto freilich noch nicht gerichtet, Rico Steinmann zu verpflichten. Der Mittelfeldstratege aus Chemnitz bewies, dass er durchaus Bundesliga-tauglich ist. Leichtfüßig, elegant, einer, dem man gerne bei der Arbeit zuschaut. Das 0:1, eigentlich sein Verdienst. In der Totalen wird's deutlicher. Steinmann mit Blick für den freien Raum und dem nötigen Gefühl im Fuß. Sein Trainer Hans Meyer dürfte nur noch begrenzte Zeit an dem Mittelfeld Ass Freude haben. Steinmann ist ein gejagter Mann. Das Interesse an Wynton Rufer hält sich dagegen in Grenzen. Der Neuseeländer macht gerade das durch, was man eine Krise nennt. Höhepunkt gestern Abend, Trainer, ich treff den Ball nicht. Später musste Rufer dann gehen, allerdings verletzungsbedingt. Nach 20 Minuten betrat dann Klaus Alloffs das grüne Viereck. Er hatte noch nicht mal mit der Mannschaft trainiert. Staunend dürfte er da zur Kenntnis genommen haben, dass sein Kollege Bratzett eine echte Konkurrenz im Angriff ist. Der eine Vierer kann den anderen nicht am Ausgleich hindern. Solche Tore weiß ein Stürmer erst recht zu würdigen. Alloffs gehörte deshalb zu den ersten Gratulanten. Als dann wollte er seinem neuen Publikum und den Mitspielern mal zeigen, warum man ihn geholt hat. Mit diesem Direktschuss begann die stärkste Zeit des Neubremers. Auffallend dabei, Alloffs blieb merkwürdig ruhig, forderte nicht, wie sonst üblich, lauthals den Ball. Hatte er ihn dann aber trotzdem, ging es meistens ganz schnell. Die Krönung des Debüts blieb ihm zwar versagt, aber eines wurde deutlich. Werder hat da alles andere als einen abgebrannten Fußballrentner gekauft. Der DDR-Vizemeister aus Chemnitz spielte übrigens äußerst modern ökonomisch. 2 Chancen, 2 Tore. Im Stil der alten Zeit dagegen die Trikots. Auf ihnen prangte nämlich noch das alte Clubwappen des FC Karl-Marx-Stadt. Diese Namensgebung ist ja ein bisschen sehr plötzlich gekommen. Wir warten derzeit immer noch drauf auf unseren Sponsor, auf den Werbeträger, wo dann neue Trikots auch gefertigt werden, wo dann auch unser neues Abzeichen, was ja auch noch ein kleines bisschen auf sich wartet. Es ist zwar schon entworfen, aber noch nicht lieferbar. Noch nicht das wird also auch demnächst passieren. Wenn wir in die Meisterschaft starten, ist das alles erledigt. Noch nicht erledigt ist bei Werder das Thema Stammtorhüter. Jürgen Rollmann, der bei der WM wohl ein bisschen zu viel Kolumbien gesehen hatte, spielte in der zweiten Hälfte. Das hatte in der Vorbereitungsphase zwar Methode, aber wer ist die Nummer 1, wenn es ernst wird? Rollmann hatte übrigens nicht sonderlich viel Arbeit, dafür aber einmal Glück.
Dass die Saisoneröffnung für Werder nicht zur Pleite geriet, dafür sorgte einer aus der Nachwuchsabteilung, Marco Bode. Eine Viertelstunde vor Schluss brauchte er nach Flanke von Eils nur noch den gelockten Kopf hinhalten. 3 Minuten vor dem Abpfiff stahl der Youngster dem eingekauften Oldie dann endgültig die Schau. Bodes zweiter Treffer von Alofs war nach dem Wechsel nicht mehr allzu viel zu sehen, zu hören ja sowieso nicht. Übrigens hatte seine Verpflichtung in letzter Sekunde überhaupt nichts mit irgendwelchem öffentlichen Druck zu tun. Ich reagiere von mir aus angemessen auf die Situation. Wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist es soweit, dass ich etwas mache, dann tue ich es. Vorher nicht, da können die alle schreien, wie sie wollen, sondern es muss sinnvoll sein und das Gefühl haben, auch, dass es auch passt. Ist egal, wann das ist. Ich hätte auch, wäre auch mit der Mannschaft in die Saison gegangen. So aber gab es schon mal extra Ovationen für den neuen Star. Als letzter kam er zur Mannschaft, als letzter ging er in die Kabine. Der Mann weiß, was sich gehört. Ja, und jetzt ist der Mann bei uns im Studio. Klaus Allofs, heute haben Sie den medizinischen Test hinter sich bringen müssen. Haben Sie den auch denn bestanden? Nach Aussagen der Doktoren, glaube ich, gibt es da keine Probleme. Ich will ja den Äußerungen der Doktoren nicht vorgreifen, aber ich glaube, das ist auch überstanden. Was wird denn da so gemacht? Der Laie hat ja da keinen Einblick. Ach ja, es werden EKGs gemacht unter Belastung, im Ruhezustand und natürlich die üblichen Untersuchungen, Lungenvolumen und so, sonstige Sachen. Sie hatten gestern eine starke Phase und dann war doch mal wieder teilweise nichts zu sehen. Woran lag das noch? Fehlende Kondition? Sie haben ja lange Zeit nichts machen können. Oder der ganze Transfer-Hickhack oder fehlt noch ein bisschen so die Bindung zur Mannschaft? Ich glaube, in erster Linie ist es wohl das Problem mit der Kondition, weil ich habe in den letzten 3-4 Tagen gar nicht mehr trainiert. Habe in Frankreich zwar eine ganz normale Vorbereitungszeit mitgemacht, ohne aber Vorbereitungsspiele zu machen. Und das macht sich natürlich schon bemerkbar, ne? Ganz klar. Und dann bin ich, vorgestern erst angekommen und ja, dann war doch einige Hektik. Und ich glaube, das ist nicht so unbedingt die ideale Vorbereitung für ein Spiel. Mhm. Sie waren gestern, ist einem so richtig aufgefallen, wirklich sehr ruhig, haben nicht mal gesagt, hier bin ich und spiel doch mal den Ball. Ist das noch so ein bisschen vornehme Zurückhaltung? Ja, vielleicht fehlt mir so ein bisschen die Luft, um zu sprechen. Und außerdem war es so, dass ich oft im ersten Ansatz kamen mir dann französische Brocken noch raus. Und deswegen, ich glaube, da muss ich noch ein bisschen die Umstellung finden. Wie ist das überhaupt mit der Umstellung? Die französische Mentalität ist ja nun eine ganz eine andere als die norddeutsche. Wird das schwierig? Ich glaube nicht. Ich habe den Wechsel aus Westdeutschland nach Frankreich erst in den tiefen Süden, anschließend dann nach Bordeaux geschafft. Warum soll mir die Umstellung von Bordeaux nach Bremen nicht gelingen? Also ich glaube, da gibt es keine Probleme. Aber ich glaube, die Umstellung von Deutschland nach Frankreich könnte einem leichter fallen. So ein bisschen Leben wie Gott in Frankreich, heißt es ja immer. Gut, das ist so ein Ausspruch. Es ist sehr angenehm, wenn man Erfolg hat bei Mannschaften wie in Marseille oder bei Bordeaux. Aber darüber hinaus wird inzwischen in Frankreich also auch guter Fußball gespielt, hart trainiert oder gut trainiert. Und ich glaube, also die Zeiten, wo man nach Frankreich gehen konnte, um sich zu erholen oder so auf die alten Tage nochmal sein Geld zu verdienen, ich glaube, die sind auch vorbei. Gestern ist mir aufgefallen, die Leute fragen einen als erstes immer, sag mal, was verdient der Allofs eigentlich und was haben die an Ablösesumme bezahlt? Mhm. Das ist hier in Deutschland irgendwie typisch, dass man das immer wissen will. Ist die Mentalität in Frankreich eigentlich genauso? Nee, also es wird überhaupt nicht nach dem Geld gefragt. Gut, es wird mir irgendwann gesagt, ja, der ist für diese Ablösung gekauft worden, aber dann hört das eigentlich auf, dann misst man den Spieler eigentlich nur noch an seinen Leistungen, an den Toren und freut sich oder ist nicht zufrieden, wenn er eben die Leistung nicht bringt. Also dieser Neid ist da nicht so. In Italien ist es ja ähnlich, da interessiert die Tifosi eigentlich überhaupt nicht, was ein Spieler verdient. Tja, ich weiß nicht, ob man das Neid nennen soll. Gut, vielleicht sind die Leute vielleicht etwas unkritischer, das kann man vielleicht so sagen, aber ich glaube, es ist wirklich in Deutschland so, dass man, glaube ich, zu sehr darauf schaut, was der Einzelne verdient. Ich glaube, man sollte die Spieler danach messen, was sie auf den Platz bringen. Wenn man da nicht zufrieden ist, gut, dann kann man das sagen, aber ich glaube, man kann nicht in Verdienst und Leistung auf dem Platz immer unbedingt in ein Verhältnis bringen. Was hat denn Ihre Frau dazu gesagt, als es plötzlich hieß, wir ziehen nach Bremen? Ja, wir hatten uns eigentlich auf ein 4. Jahr in Frankreich zuerst eingestellt und von daher kam das ja eigentlich relativ kurzfristig. In der letzten Woche sah es noch danach aus, als wenn die Verhandlungen wirklich ins Stocken geraten und ja, dann letztendlich ging es dann. Ja, was hat sie denn gesagt? War sie begeistert oder hat sie gesagt, oh, schön wieder nach Deutschland oder ein bisschen traurig? Nee, sie ist ja auf der einen Seite ein bisschen traurig, weil wir uns also schon eigentlich auf ein 4. Jahr auch gefreut hatten. Aber geplant war ja doch, irgendwann mal wieder nach Deutschland zu gehen. Jetzt ist es eben ja vorher gekommen. Okay, danke Ihnen schön, so, dass Sie hier waren, liebe Zuschauer. Stadion. Und die hatten alle Hände voll zu tun, wie Thomas Wag beobachten konnte.
Wie sich die Zeiten doch geändert haben. Luftiger Firlefanz heute, wo früher der Norden spielerischen Auftrieb feierte. Läufer mit Luftballons. Der ältere Herr, eine Ordnungskraft, schien etwas verwirrt. Die Nordderbys der Hafenstädter sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Aber es war nur 13 Minuten lang kein gutes Spiel. Dann hatte Werder diesen Freistoß. Thomas Schaaf. Klaus Allofs 1:0. HSV-Torwart Dolz blieb nur ein Kusselkopf rückwärts. Allofs Schuss kam platziert und aus der Drehung. Sein Gegenspieler Kober hatte fälschlicherweise das lange Eck gedeckt. Vier Charakterstudien auf der HSV-Bank. Die Hamburger hatten Offensive versprochen, das hielten sie nur selten. Immerhin sprang in der ersten Hälfte eine dicke Chance dabei heraus. War das Abwehr mit Sauer für den verletzten Bratzett einen Moment lang nicht auf der Höhe? Eck und Furtok, Torwart Reck. Der Pass von Eck genau an Borowka vorbei, für Furtok, weil unbedrängt, eine hundertprozentige Gelegenheit. Freistoß auf der anderen Seite. Votava, Hermann, Allofs. Werder die deutlich bessere Mannschaft und gerade Allofs Aktionen brachten die meiste Gefahr. 33 Jahre, der alte Allofs. So alt bin ich ja noch, nicht so gefühlt, es gibt die Spieler, die viel älter sind. Naja, wo ich war schon, nicht gerade skeptisch, aber man stellt sich schon die Frage, schaffst du den Sprung zurück in die Bundesliga? Die Frage hat er heute beantwortet. Dann ein Beispiel eines Fouls. Borowka bedrängt Doll mit dem Arm, nichts Besonderes. Borowkas erstes Foul wurde von Schiedsrichter Krug mit Gelb bedacht. Die neue Farbkultur des DFB. Trainer Rehagel begann mitzuzählen. Der HSV hatte in der ersten Halbzeit zwei Chancen. Die erste von Furtok haben sie gesehen, das ist die zweite. Doll, Furtok, Eck. Ein Volltreffer. Der HSV hatte alle überrascht. Es stand 1:1, Sekunden vor der Pause. Eck hatte den entscheidenden Schritt Vorsprung vor Schaaf genutzt. Torwart Reck brachte die Faust nur an, nicht hinter den Ball. Nicht gerade dem Spielverlauf versprechend, immerhin, jetzt war Stimmung unter den 20.000. Sage einer noch, es gäbe keine guten Nordderbys mehr. Vor allem nach der zweiten Hälfte. Werder wurde noch stärker, kein Vergleich zu letzter Woche. Und von dieser Seite des Weserstadions fallen nun einmal die schönsten Tore. Günther Herrmann. Der Weltmeister, ein wahrer Schnibbelkönig. War es eine Flanke oder ein richtiger Torschuss? Na gut, von außen ist es halt immer so, dass man versucht, den Ball scharf nach hinten zu bringen. Ich hatte ein bisschen das Glück dabei, dass ich den Ball also so gut erwischt habe, dass er praktisch so viel Schnitt hatte, dass er in die lange Ecke sprang. Sollte zwar schon eher eine Flanke werden, aber ich habe es halt versucht auf der langen Ecke. Dorthin, wo auch Torwart Golz keinen Zugriff hatte. Der Ball hatte so viel Effekt, dass er erst am anderen Pfosten austrudelte. Die vier von der Bank, anerkennende Stille. Wie der Günther Herrmann heute ein Tor, das schießt er nie wieder. Das ist das Interessante am Fußball. Als die HSV-Stürmer nur noch auf der Aufstellung zu finden waren, war das schönster Angriff. Allofs, Rufer, Golz, Rufer, 3:1. Rufers dritter Treffer im vierten Spiel nach einer butterweichen Flanke von Allofs. Was Golz im ersten Versuch geglückt war, scheiterte im zweiten. Es war Werders Siegtreffer. Zurück zu Borowka. Das Tor hatte er auf der Bank miterlebt, denn nach einem harmlosen Foul an Furtok drohte ihm Schiedsrichter Krug mit der Roten. Borowka verließ daraufhin freiwillig und entnervt den Platz. Die neue Regelauslegung hat mittlerweile nicht nur die Schiedsrichter verunsichert. Aber die Schiedsrichter können nichts dazu. Das sind ja Anweisungen von irgendwelchen Leuten, die irgendwo sitzen, keiner kennt oder was weiß ich. Wie das immer so ist. Wie auch bei den Journalisten immer sagen, das haben wir nicht geschrieben, das haben irgendwelche in Hamburg geschrieben. Also, wo sitzen die denn? Da weiß kein Mensch. Die sitzen irgendwo in der Milchstraße. Ne? Ist was dran, lieber Otto Rehagel. Am letzten Samstag nach dem 2:1 im Schlagerspiel des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart explodierte Manager Uli Hoeneß. In Marseille musste ich zum Beispiel 7 Wochen aufs erste Tor warten. Aber wie gesagt, es ist nicht so schlimm, wenn wir gewinnen. Und wenn ich den anderen die Tore vorbereiten kann, ist es nicht so schlimm. Aber mir fiel auch ein Stein vom Herzen, als das erste Tor drin war. Und fast hätte es noch für eine Zugabe gelangt. Allofs Freistoß abgefälscht. Zum Glück für Torwart Richard Golz. Werder Bremen machte sein bestes Saisonspiel. Dann die Hamburger mit Thomas von Hesen. Auf Kapitän Beiersdorfer. Und plötzlich ist Jan Furtok ganz allein vor Torwart Reck.
Aber Werders Torsteher ärgert sich mehr als der verhinderte Torschütze. Es war ein faires Nordderby, auch wenn die Gelbflut eine andere Sprache spricht. Borowka erhielt hier eine von insgesamt 6 Karten. Am Ende der Saison werden es wohl 3.400 sein, meckerte Otto Rehhagel über die neue Gangart der Schiedsrichter. Dann wieder der HSV mit Thomas Doll. Und Armin Eck wusste wohl, dass nur noch Sekunden zu spielen waren. Ein Kunstschuss fast zeitgleich mit dem Halbzeitpfiff. 1:1, alles wieder offen zwischen den Nordlichtern. Die Wiederholung. Eck, Reck, Tor. Beim Kollegen Richard Golz keimte neue Hoffnung. Wir dachten schon in der Kabine, dass wir jetzt durch das 1:1 einen Ruck kriegen und nach vorne spielen und zumindest also hinten kein Tor mehr kassieren. Und dass das 2:1 natürlich fällt, da hat die Mannschaft nicht viel zu tun. Das war wohl eher ein Sehfehler von mir. Mit Brille wäre es wohl nicht passiert. Zweite Halbzeit, Günther Herrmann lauert außen an der Linie. Sein Schuss noch schöner als der von Armin Eck. Von wegen verunglückte Flanke, alles Berechnung. Weil der Golz immer, also oft ziemlich früh rausgelaufen ist, versucht die Bälle abzufangen, da habe ich mir in der Halbzeit gesagt, also wenn du die Dinger jetzt, also den Ball reinhaust, dann haust du ihn scharf auf den zweiten Pfosten. Und das habe ich halt in dieser Situation versucht und er ist, wie gesagt, wieder rausgelaufen und da hatte ich ein bisschen Glück bei. Hätte daneben gehen können, dann ist reingegangen. Das war ein bisschen natürlich überrascht, ist klar. Das Traumtor eines echten Weltmeisters und HSV-Trainer Schock plauderte aus Brems Tierleben. Zu Recht verloren, wenn man Offensivfußball ansagt, dann darf man auch nicht mit Angsthasen auflaufen. Es haben sich fast alle Beteiligten, die nach vorne spielen, versteckt und so kann man kein Spiel gewinnen. Angsthasen ist wohl zu hart ausgedrückt. Die Hamburger jetzt mit Nando und Yusufi blieben allerdings in der zweiten Spielhälfte total harmlos. Nur ein paar Möchtegern-Chancen. Spörl auf Beiersdorfer und der grüßt die Fans in der Westkurve. Von wegen Ole HSV, OW konnte man sagen, 7 Minuten vor Schluss. Achten Sie auf die Nummer 9, Winton Rufer, der sich glänzend mit Klaus Allofs verstand. Da läuft sich Rufer frei, nimmt den Ball mit der Brust und zieht Volley ab. Das 3:1 im zweiten Versuch. Das dritte Saisontor für die Neuseeländer und das Ende dieser Partie. Für Werder bleibt's dabei. Auswärts pfui, zu Hause hui. Für den HSV war wieder mal ein Nordderby verloren gegangen. Abmarsch ohne Trompeten. Symbolbilder gab es wirklich reichlich für die gebeutelten Hamburger. Von wegen Aufstieg in höhere Tabellenregionen. Ein Luftballon müsste man sein. Tja, nach so viel Fußball für die Zuschauer ein Nachrichtenüberblick über andere Sportarten, zusammengestellt von Marco. Ersatzlibero hat. Gegen den HSV durfte Sauer sein erstes Saisonspiel über die vollen 90 Minuten bestreiten und die Puste ist ihm nicht ausgegangen. Samstag 17.15 Uhr im Bremer Weserstadion. Das Spiel war gelaufen, da konnte sich einer immer noch nicht vom Ball trennen. Gunnar Sauer. Verständlich, denn der Ersatzlibero hatte ein tolles Spiel hingelegt. Dass er überhaupt spielen durfte, verdankte er seinem kranken Vorturner. Rune Bratzett, Werders Abwehrchef Nummer 1, saß verletzt in Räuberzivil auf der Bank. Ersatzmann Gunnar Sauer hatte die frohe Botschaft erst am Samstagmorgen vom Trainer erfahren. Jetzt wollte er seinem Chef auch beweisen, dass nicht nur er, der Trainer, vorzüglich mit dem Ball umzugehen weiß. Und Gunnar Sauer als letzter Mann mit der Rückennummer 4 nutzte diese seltene Gelegenheit vor 20.000 Zeugen. Er organisierte seine Abwehr so, als wäre es nichts Ungewöhnliches. Stark im Kopfball, Gunnar Sauer, der seit 11 Jahren treu zu Werder hält. Flanke von Hesen, Sauer grätscht und klärt mit Übersicht. In seinem 99. Bundesligaspiel hielt er nicht nur hinten den Laden dicht, er mischte sich auch vorn ins Getümmel. Hier fischt er Jan Furtog den Ball von den Füßen. Lohn der Übung, gute Kritiken, Note 2, ein Platz an der Sonne für den Mann, der allzu oft im Abseits sitzt. Ja gut, okay, das ist ja zwangsläufig, wenn man ein gutes Spiel macht, dass man dann auch mehr im Blickpunkt steht. Wenn ich dann nur auf der Bank sitze, ist ja ganz klar, dass alle an mir vorbeigehen und eigentlich auch nicht so der Gesprächspartner dann für die Presseleute bin. Sind Sie denn mit der Einstellung ins Spiel gegangen,
Das muss ja, so oft bekommen Sie die Chance nicht. Ich muss jetzt beweisen, dass ich genauso gut bin wie der Rune. Nein, das nicht. Der Trainer hat mir gesagt, er gibt mir die Chance. Diesmal auf der Liga-Position und die muss ich halt nutzen. Und das ist mir, glaube ich, auch geglückt heute. Ich habe da nicht dran gedacht, wie der Rune spielt. Ich habe meine Art zu spielen, der Rune seine. Und da habe ich nie dran gedacht, ihn irgendwie zu kopieren oder sonst irgendwas zu machen. Ich spiele mein Spiel. Zweifellos profitierte Gunnar Sauer von der Schusslaune seiner Vorderleute. 1:0 Alofs nach 12 Minuten. Wer in Führung liegt, kann locker aufspielen. Der Ausgleich kurz vor der Halbzeit war nur Ergebniskosmetik. Ein Sonntagsschuss von Armin Eck. In der zweiten Halbzeit zeigte Weltmeister Jimmy Herrmann, dass es noch schöner geht als beim 1:1 von Armin Eck. Und Wynton Rufer krönte den zweiten Werder-Heimsieg mit seinem 3:1. Hinterher waren Libero Gunnar Sauer und Kunstschütze Günther Herrmann die gefragtesten Spieler beim Pressegespräch. Und eine Lobby ist ja auch nicht von Nachteil, wenn man sich ins Spiel bringen will. Wie kommen Sie damit klar, wenn Sie nächste Woche wieder auf der Bank sitzen, auf der Ungeliebten? Tja, wie komme ich damit klar? Ist natürlich dann schwer, wenn man gespielt hat ein ganzes Spiel durch, auch nicht so schlecht und dann nächste Woche dann wieder auf der Bank. Ist für jeden Spieler mit Sicherheit dann sehr unbefriedigend. Aber noch sitze ich nicht auf der Bank, wir haben noch eine Woche Zeit bis dahin und der Trainer wird sich seine Gedanken machen. Brazet oder Sauer oder beide zusammen, vielleicht hilft Otto eine göttliche Eingebung. Wenn es der liebe Gott gut meint mit Gunnar Sauer, dann macht er am Samstag in Frankfurt sein 100. Bundesligaspiel. Wir machen weiter. Genau bis hierhin und nicht weiter. Heute Morgen vor dem Training zeigte der Platzwart den Werderaner noch schnell ihre Grenzen auf. Die, die es betraf, übten unterdessen wohlweislich den direkten Torkontakt. Schließlich hatte man insgesamt betrachtet damit in dieser Saison gewisse Schwierigkeiten. Ansonsten gab man sich vor dem Auswärtsspiel in Frankfurt recht locker. Günther Herrmann ließ von einer eventuellen Verletzung nichts erkennen, genauso wenig Kollege Jürgen Rollmann und Neuzugang Klaus Alofs trat richtig gelöst gegen den Ball, hat auch seine Odyssee endlich ein Ende. Die Zeiten im Parkhotel sind vorbei, die wochenlang zu lesende Annonce hat der Erfolg, bald kommt auch die Familie. Nur Trainer Otto Rehhagel machte einen nicht ganz so entspannten Eindruck. Tabellenplatz 8 liegt dem Meistermacher richtig auf dem Magen.